Die Landwirtschaftsmesse Feldtag hätte am 10. Juni normalerweise in Kunnersdorf bei Leipzig stattfinden sollen. Doch mit Corona wurde der Feldtag jetzt zum Feldversuch. Die Veranstalter verlegten die Messe kurzerhand ins Internet. Ein Zukunftsmodell? Wir haben uns eingeloggt. Ah, 2D oder 3D? 3D natürlich. So, jetzt bin ich auf dem Feld und kann mich hier umdrehen. Die Bedienung ist intuitiv. Und da kann ich eintreten. An den Ständen finde ich Texte, Grafiken und Videos. Ich kann mit allen Ausstellern chatten. Mit einigen auch in der Videoschalte. Könnt ihr mich hören? Außerdem gibt es eine Bühne mit Fachvorträgen, die per Livestream in den Feldtag integriert werden. Auch dort können Besucher Fragen stellen. Die Technologie hinter alledem stammt von der Hamburger Firma Virtual X. Sie sieht in virtuellen Messekonzepten viele Chancen. Ganz klarer Vorteil sind die Kosten. Wir produzieren eine solche Messe zu einem Bruchteil der Kosten, die bei einer realen Messe entstehen. Allein dadurch schon, dass die Anreise entfällt. Wir brauchen keine 100.000 Quadratmeter, die im realen Feld sozusagen bespielt werden. Wir brauchen keine Messestände, die für die Messe gebaut werden, danach wieder verschrottet werden. Das nützt auch der Umwelt, weil niemand mehr anreisen muss. In meinem Test kommuniziere ich über Chatboxen und im Videochat problemlos mit Ausstellern aus Bayern und Niedersachsen. Dabei geht es um Düngemittel. Bei Produkten, die ich gerne anfassen und ausprobieren möchte, wie etwa Autos, Kameras oder gar Mode und Essen, wären die Möglichkeiten der Produktpräsentation aber unzureichend. Ich würde behaupten, es kann eine virtuelle Messe zurzeit noch nicht. Wir gehen jetzt ja schon den nächsten Schritt und gehen rein in die Virtual Reality. Wir arbeiten jetzt noch mit Avataren. Dort kann ich auch wunderbar mich in Produkte, in Autos, in Maschinen aus der Landwirtschaft oder whatever reinsetzen und das erleben. Wir merken, dass zurzeit noch eine technische Hürde dort besteht, aber auch die technische Hürde wird sicherlich in den nächsten 2 oder 3 Jahren genommen werden, sodass wir dort auch dann den nächsten Schritt weiter Richtung Zukunft gehen werden. Matthias Wolk räumt allerdings ein, dass es wohl nie so haptisch und persönlich wie in der realen Welt werden wird. Für den Veranstalter des Feldtages birgt das aber auch einen Vorteil. Da habe ich nur die Leute, die sich wirklich interessieren, die auch ohne ein Mittagessen gerne zu einem Feldtag hinkommen. Und nicht die Leute, die nur für die Bockwurst mittags kommen. Der virtuelle Feldtag hat mit etwa 2000 Besuchern die Erwartung von Maximilian Severin übertroffen. Deswegen möchte Severin das Format 2021 fortsetzen. Und wir gehen davon aus, dass das Thema virtuelle Events und digitale Messen auch jetzt nach der Corona-Krise also Fortbestand haben wird. Wir denken, dass es wahrscheinlich in den Bereich Hybrid-Events geben wird. Das heißt also, echte Events werden wieder stattfinden, aber immer mit einer digitalen Verlängerung. Also das sind Ärztekongresse, das sind Private-Banking-Kongresse, das sind Podiumsgeschichten, Messe, Auftritte und so weiter. Also wirklich von bis hin zum virtuellen Gottesdienst. Alle wollen virtuell.